Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you aren't really good. Meine Ringe verloren. Du hast deine Ringe verloren? Ja. Soll ich sie mit dir suchen? Nee, egal, wir finden das später. Das ist schwierig, ne? Wenn ich weiterkomme. Okay. Das ist ein guter Deal. Ich wollte euch eigentlich gerade gar nicht trennen. Wow, was für ein toller Moment. Das ist, ja, weil ihr auch angefangen habt, weißt du? Und dann habe ich auch angefangen. So. Ich fand das so schön, wir haben uns über den Song unterhalten, ne? als ich euch den gegeben habe. Und ich glaube, wir alle haben im Leben manchmal so Situationen, wo wir nicht wissen, was das Leben uns sagen will und in welche Richtung es uns schickt, ne? Weil wir es nicht so schnell nachvollziehen können. Ne? Und ich finde, ihr habt diesen Song halt hier auf diese Bühne gebracht, ne? Und es ging euch immer um dieses Lied und um diese Geschichte und das, was ihr auch damit verbindet. Und dafür danke ich euch sehr und ich bin sehr berührt und ich freue mich so sehr für euch mit, dass ihr das so toll gemacht habt. Ich bin von der Art und Weise, wie ihr zusammengeschmolzen seid in diesen paar Minuten, einfach mitgenommen worden und habe euch beobachtet und jede Sekunde habe ich irgendwie gehofft, dass diese Spannung anhält bis zum Schluss und ihr habt immer noch einen oben drauf gesetzt. Ayam, du bist ein Mördersänger. Und du hast in Jay eine so kraftvolle und wunderbare Gesangspartnerin bei diesem Stück.
einfach ein Genuss. Ich mochte das sehr. Ihr habt es sehr gut gesungen. Ehem, wenn das hier weitergehen sollte, da ist irgendwie noch so eine Leine oder so eine Handbremse ist da noch drin und so. Lass die los und dann gehörst du hier zu den Besten überhaupt. Also ich bin fertig. Es ist wirklich fast die stärkste Battle-Version in meinem Team und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Vielen Dank. Dankeschön. Leider muss ich Stefanie trotzdem zwischen euch beiden entscheiden. Eine schwere Entscheidung für Coach Stefanie. Nimmt sie Jay oder Ahem mit in die Sing-Offs? Es ist eine unmögliche Entscheidung. Ich hoffe so, so sehr, dass ihr beide weiterkommt. Und ich möchte gern dem Talent die Chance geben, in den Sing-Offs nochmal zu zeigen, was es kann, wo ich glaube, dass schon ein kleines Ticken weiter ist und auch diese Herausforderung der Sing-Offs gut meistern kann. Ich möchte gerne in die Sing-Offs gehen mit Ahem. Herzlichen Glückwunsch, Ahem! Du gewinnst dieses Battle und bist in den Sing-Offs! Nein, ihr zwei, kommen wir heulen zusammen, okay? Oh, nicht fein. Ey, ihr habt es so toll gemacht zusammen. Daddy, du hast es so stark gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ahem, das ist dein Applaus. Du bist in den Singer. Ich bin einfach sehr stolz auf Jay. Sie hat es auch verdient. Jay, vielen Dank für diesen Moment. Danke, dass du hier bei The Voice of Germany warst. Danke, hat mich auch gefreut. Das ist dein Applaus, Jay Jagger! Du hast das verdient, okay? Du bist echt super. Ich gönne dir das so sehr. Ach, mein Schatz, wir haben das gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich.